Trimax hat Hex. Der hat Creative Mode, Leute. Der hat Creative Mode, der cheatet. Das ist so uncool, dass du die Hex runterlädst, Max. Das kannst du eigentlich nicht machen, Max. Das kannst du nicht machen, Bro. Hallo? Revi, moin. Wir sind gerade dabei zu diskutieren, was man für Klicks machen würde. Würdest du mit Romata eine Beziehung simulieren für die Klicks? Nee. Einfach würdest so? Du mit Max eine Beziehung mit simulieren? Mit mir. Jeffo, das kommt auf einmal raus, dass wir zusammen sind. Wird sich auf jeden Fall mehr lohnen als mit Romatra, ne? Das stimmt. So, ey, lass das doch. Jetzt ist doch Dezember, Revi. Lass das einfach machen, Mann. Sollen wir einfach sagen, wir sind zusammen? Sollen wir wirklich tun, als wären wir ein Paar, Max? Wir können, weiß ich nicht. Ich meine, fürs Geld. Wir können ja irgendwie, wir können ja auch so eine Hochzeit vortäuschen und so. Und dann kriegen wir so Hochzeitsgeschenke. Ich heirate Revi einfach so. Ihr könnt ja in Kraftwerk heiraten. Alter! Lass das richtig groß aufziehen und irgendwie RTL verkaufen. So meine Traumhochzeit und dann irgendwie auf RTL, dann heirate ich einfach Revi. Das ist so, so geil. Ultra hart für die Klicks. Ich komme hier rein, ich habe direkt einen Videotitel fürs Video. Ich kann eigentlich schon wieder gehen. Ich kann einfach direkt schon wieder gehen, Digga. Ja, weil, wie läuft's hier? Ey, ihr macht richtig Progress hier, merke ich, ne? Wir progressen hart. Alter, was war das für ein ekelhafter Voice Crack? Ja, das war übel, der Voice Crack. Wie unangenehm war das denn? Wir progressen hart. Wir progressen hart. Crazy in Love, Trimax und Revi. Das ist es, Leute. Das ist es. Ist krass, wie schnell ich aus der Gleichung raus bin, nur weil ich eine Reichweite habe. Das finde ich voll Ja, nicht nur das. Was heißt Reichweite? Es geht auch um deine Person. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich finde dich auch einfach, ich finde Max tatsächlich attraktiver als dich. Damn! Ja. Vor allen Dingen, wenn du das fakest, musst du Romatra zu dir nach Hause holen und so. Wie Max letztes Mal gesagt hat, stinkt er ja ganz schön. Oh, shit. Ja, stimmt leider. Stimmt leider. Ja, und ihr macht jetzt hier noch alles, alles komplett glatt, oder wie? Ja, genau. Ja. Du kannst gerne helfen und buddel mit. Boah, soll ich jetzt hier eine Runde Sklave für Trimax sein? Ey. Ja, komm, du bist die ganze Zeit Sklave für Trimax. Okay, ich, dann. Ich, Revi, bin heute Sklave für The Joecraft. Das macht doch gar keinen Sinn, der hat doch nicht so viele Zuschauer. Ich hab Trimax geditcht für The Joecraft. Bin ich auch irgendwie blöd. Sau Joecraft, ganz, ganz unökonomisch ist das auch. Das macht gar keinen Sinn. The Joecraft, der braucht meine Hilfe und habe ich gesagt, ja, ich bin hier. Auf welches Level müsst ihr bis zum Bedrock runter, ihr Verrückten? Ja. Ist nicht verrückt. Max, du hast hier einen Slime-Chunk, das weißt du, ne? Ja, leider. Müssen wir noch eine Farm bauen. Ey, das ist voll geil, guck mal hier. Wir haben ja lass die Revi bauen. Revi weiß, wie so eine Slime-Farm geht. Alter, jetzt? Das ist eigentlich echt jetzt, da wir eh schon bis zu Bedrock runtergebuddelt haben, sau einfach. Wir könnten echt, hier noch ein Bedrock machen. Ja, ja, also ist ja, eigentlich echt easy. Wir müssen aber erstens den Golem bauen. Ja, ja, erst den Golem bauen. Ja, wir haben ja auch eine Skeleton-Farm, aber die machen wir auch nicht auf. Den Slime-Chunk musst du aber zumindest schon mal abstecken dafür. Das könnte man schon mal machen. Das ist genau ein Chunk dann immer. Das ist genau ein Chunk. Das ist genau ein Chunk, in dem wir das bauen. 16 mal 16. Ist ja dann free. Ist ja free. Ja, eigentlich. Was ist, wenn da der Fuß drin ist oder so? Nee, ich meine, ist ja Tod ist einfach dann immer, wenn du einen Chunk findest. Das müsste eigentlich vom Ding her, wir müssten halt mal gucken, wo der es ist. Wenn wir die gleich mal killen. Warte mal, wie war das nochmal? F3 plus G? Das müsste entweder der Chunk hier sein oder der nächste hier. Also einer von den beiden hier, Max. Ja. Das ist sau strong, actually. Sollte man nicht sehen, oder was? Dann haben wir hier einen Slime-Chunk und einen Skeleton-Spawner. Macht uns das nicht ziemlich OP, unsere Base hier? Absolut. Wenn ich jetzt helfe, Max, ne? Ja. Darf ich dann ein bisschen Einflussnahme haben? An den Golem. Na, der wird genau wie Chef Strobels. Das ist schon wichtig, dass die genau gleich sind. Ja, okay. Wir haben jetzt hier auch schon echt 20 Stunden geschuftet, also... Aber so, sag ich mal, also wenn ich jetzt so ein paar Designvorschläge hätte, die dürfte ich dann mit einbringen. Wenn Nein. sie akzeptiert werden, du darfst sie vorschlagen. Ja, du hast die Erlaubnis vorzuschlagen. Und das hätten andere Leute, sag ich mal, nicht, ne? Nee. Richtig. Wenn Chef Strobel kommt und sagt, hey, mach doch so und so, sagen wir ihm halt die Schnauze, Chef Strobel. Dann töten wir ihn. Finde ich geil. Finde ich echt schön. So wie ihr vorhin schon das Colin getötet habt. Habt ihr einfach Colin getötet? Wir haben Colin gekillt für die Klicks. Ja. Warum? Wie geil. Nein, wir haben ihn nur einmal angehauen. Und Alter! Reagiert. Er ist mit seiner Lytra hochgesprungen, voll gegen eine Wand klatschen an Fallschaden. Hey Max, wie findest du den Hashtag? Den hat mein Chat gerade erfunden. Try V. Wofür steht das wie? Für Revi. Try und Revi. Try V. Verstehst du? Wenn wir heiraten dann. Wieso hat man dann einen gemeinsamen Namen? Nee, muss man ja haben. Wir sind ja in der Social Media Welt. Da muss man auch einen gemeinsamen Hashtag Namen haben. Ja, hat man immer einen Hashtag. Klar. Try V. Geil, Alter. Fühl ich. Ich hatte das früher mit Rotpilz. Mich haben Leute mit Rotpilz früher geshoppt. Also so geschippt heißt nicht geshoppt. Geschippt. Hals Maul Romatra. Die haben mich geschippt und haben gesagt, dass ich mit Rotpilz zusammen bin, was ja gar nicht stimmt. Und jetzt haben das gleiche, aber mit jemandem, der viel stärker einfach ist, Social Media mäßig, und zwar Trimax. Trimax. Das lohnt sich für mich unglaublich. Retry wäre doch schon noch besser, oder? Was sagst du? Retry. Retry! Hashtag Retry! Hast du irgendwo ein Bett? Ja, oben direkt neben mir. Das ist doch kein Zufall, oder? Geil, Alter. Hashtag Retry. Ja, Mann, fühle ich. Aber ich finde das cool, Max. Wir müssen dann gucken, wie man so eine Hochzeit auch angeht, ne? Erstmal. Nee, wieso ist jedes Craftstack irgendwie eine Hochzeit? Wieso muss man immer heiraten? Nee, wir können es auch IRL machen. Das ist mir scheißegal. Ich weiß halt nicht. Soll ich Selina einfach irgendwie dann sagen oder willst du das machen? Das
weiß ich nicht. Also meine Eltern haben eh immer schon gedacht, dass ich schwul bin, von daher passt es. Okay. Wenn ich denen aber jetzt erkläre, dass ich es nicht bin, sondern nur fürs Geld mache, dann respektieren die mich, glaube ich, noch mehr. Ist dann so Miguel Pablo-mäßig. Ist eigentlich ganz eklig, sowas vorzutäuschen, finde ich wirklich. Finde ich also richtig schlimm. Deswegen kamen wir darauf, wie kacke das ist. Ja. Wir haben gerade überlegt, was ist der dümmste Content, den man machen könnte für Klicks. Ich habe eben Z-Max Room Tour angeguckt. Irgendwie nach 0,5 Sekunden waren wir direkt bei Miguel Pablo. Nachvollziehbar, reasonable. Ist Trimax schon gestorben? Nee, Leute, Trimax stirbt nicht. Ich habe mich jetzt geändert. Ich möchte ihm gerne helfen, dass er das bis zum Ende jetzt hier durchsteht. Wir haben gestern Abend geschlossen. In der gesamten Minecraft-Craft-Attack-Community überall waren die Leute sauer, weil ich einen Auftragsmord auf Debitor gemacht habe. Ja. Und jetzt nicht möchte, dass ich bei einem Auftragsmord getötet werde. Ja. Aber ich wollte auf gar keinen Fall Debitor als Auftragsmord jemanden da beauftragen. Aber er hatte es ja auf mich abgesehen. Ich habe gesagt, ich zahle kein Geld, damit jemand ihn killt. Aber er hatte ja damit angefangen. Mhm. Ja, richtig. Sonst hätte er sich selbst verschuldet. Ja, genau. Ja, aber es kommt doch dazu, dass Trimax deutlich mehr Zuschauer als Debitor hat. Das darf man auch nicht vergessen, Spark, ne? Debitor ist der Letzte, den man töten möchte von einem Auftrag. Das aus deiner Perspektive. Perspektive, Spark. Und Debitor ging's aus. Und Max hat sich sowieso schon richtig gegritten heute, ne? Warum? Geht. Warum? Ja, der hat Sintikas vorhin gestorben. Ist der Chat da noch drin? Kann ich das noch gucken? Er steht noch drin, pass auf. Warte mal. Oh, ich lese mal vor. Nee, lese du mal vor, Spark. Genau. Sintika fell from a high place. Und Trimax so, WP? Wieso, danke, Kappa. Er so, gut gespielt als Sintika. Ich habe ja noch 0 Tode. Finde ich irgendwie besser. Zeugt von Skill. Ich weiß nicht, was peinlich diese Staffel ist. Eure unzähligen Tode oder eure Bonabi-Auftragskiller? Also von Max alles, ne? Der mich seit 4 Wochen killen möchte und an einer Kuh gestorben ist. Learn to play an alle Mitspieler, please. Boah, Max, Alter, das kann, also, Digga, Max, das kannst du, geil, oder? Den Tod von, hier, Not Colin hat er heute, Das kannst du eigentlich nicht machen, Max, das kannst du nicht machen, Bro. Ja, das pass auf, Rebi, und weißt du, was ich jetzt gesagt habe? Jetzt habe ich vorhin gesagt, wenn Max seinen ersten, ich werde ihn nicht killen, aber wenn er seinen ersten Tod hat, dann werde ich dafür sorgen, dass er mehr Tode hat als ich. Strong. Das aber war eine Ansage. Das Problem ist halt, also das Problem ist, guck mal, wenn Max jetzt damit so, das ist ja wieder eklig, wenn der jetzt damit so kokettiert und so darauf hofft, ja, genau. Ich will halt nicht, dass mich jemand tötet, weil ich sag, dass ich das nicht will. Und dann aber andere triggert, dann müssen wir da in den Regeln auch irgendwo mal sagen, dann hat er es doch wieder verdient. Also Max, das war ein temporäres. Ja, also, wenn du jetzt weiter hier triggerst, Max, der Auftrag besteht immer noch, ne? Ich sag das nur, wie es ist. Ja. Und, ja, das ist ja jetzt unabhängig voneinander. Das sind zwei verschiedene Themen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Ja, nee, aber ich bin ein sehr gerecht denkender Mensch, weißt du? Alles, was jetzt noch kommt, das hat er sich mir selbst. Mir ist es wichtig, Gerechtigkeit. Ganz ehrlich, wenn du willst, dass Max stirbt, ne? Ja. Dann gehst du hin, holst dir Repass, bei dem ist eh alles scheißegal. Ja, stimmt. Gibst ihm irgendwie eine 50er-Subbombe und dann klatscht dir Max weg. Mann, Alter, ich glaube, Repass müsste man nicht mal eine Subbombe geben. Ich glaube, Repass würde... Der macht das einfach so, der wird Max wegklatschen. Ich glaube, Repass würde auch einfach bei Monte im Haus einbrechen. Oder du gibst ihn einfach bei selbst. Max hat halt Eier flattern, Alter, das hat das Ding. Jetzt mal, wenn Max dir dumm kommt, musst du sagen, Max, bring dich um. Max, ich will nur 100er Subbombe, sonst bring ich dich um. Oh, lass Max jetzt richtig drain. Lass den richtig erpressen jetzt einfach. Das Ding ist, Max würde sogar finanziell sehr viel dafür hinblättern, dass er hier nicht stirbt. Weil Max ist in-game ist Max wichtiger als IRL. Das ist richtig, oder Max? Ja. Da kann Revi ein Lied von singen, Revi. Revi macht das. Revi ist dreifach so lange wie ich schon im Business. Und hat investiert. Und ist extrem gut aussehend. Erstmal das und mittlerweile, also es ist ganz seltsam, mittlerweile fragen mich Leute Dinge, wo ich mir denke, also ist aber hackt's. Ja, da gehen auch noch viele Leute. Trimax hat Creative Mode. Was ist denn das? Creative Mode, der cheatet! Oh mein Gott, der hat Der hat Creative verlassen. Mode, Leute! Ich hab einen Bug, ich spiel nicht mit Bugs. Fix den Server oder ich spiel nicht mehr mit. Der hat Creative Mode, Spark, der ist gerade durch die Luft gelaufen, der hat Creative Mode. Trimax hat Hacks, mein Ehemann hackt. Trimax, lass es! Der Drache hat mich angegriffen und ist in dem Moment gestorben. Nein, lass es, Trimax! Du hast gehackt! Mit meiner Elytra an Fallschaden im Portal gestorben, in der echten Welt respawned und kann jetzt nicht mehr fliegen und mich bewegen. Das ist so uncool, dass du die Hacks runterlädst, Max. Der hat einfach... Oh mein Gott.